Haben wir Simon Graf von der LV Winterthur, Jahrgang 2001, er mit 10,99 in diesem Jahr schon. Auf Bahn 2 Herder da Rocca vom LC Zürich, 10,96 in diesem Jahr schon gelaufen. Dann Gaetan Caruson, FSG La Sarra, 10,90. Dann Pascal Müller, der Altmeister, ohne despektierlich zu wirken. Er, der 30-Jährige vom BTV Aarau Athletics mit 10,59 aus diesem Jahr, der Stärkste. Sein Teamkollege Bill Vanherb, BTV Aarau Athletics, 10,86. Dann Eric de Groot, LC Luzern, 10,95. Und Joël Schüppach vom Satus Oberelmfeld komplettiert dieses Feld. Und alle Läufer in diesem Jahr schon unter der 11-Sekunden-Marke geblieben. Auch hier, wie schon in den anderen Serien, natürlich die Bahn 8 frei, die Bahn 8, die ja zu nahe an der Abschrankung steht, um für internationale Wettkämpfe freigegeben zu werden. Graf, da Rocca, Garuzon, Müller, Pin, De Groot und Schüppach. Hey, Achtung! Das Zeichen der Starterin, dass alle bereit sind. Und es hat geklappt. Pascal Müller mit einem sehr dynamischen Start. Er der stärkste Mann in diesem Feld, der schnellste. Aber es ist Müller, der sich durchsetzt vor Garuzon. Inoffizielle Siegerzeit 10,98. Also sicher nicht das, was er.